Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. So, ich bin immer noch alleine. Und auf Wunsch von einigen oder einem bestimmten Kommentar gehen wir dann heute mal auf Factorization ein. Jetzt muss man es nur noch richtig schreiben können. Factorization. So. Factorization. Der Mod an sich ist komplex, würde ich es nennen. So, ich suche jetzt aber gerade mal ein bestimmtes Teil. Hier, also Factorization Manual. Haben wir das irgendwo? Das wäre nämlich gar nicht mal so unsexy. Sieht nicht so aus, aber wir können es gerade machen, sehe ich. Ist alles kein Problem. Natürlich geht das dann nicht so. Natürlich dann noch an einem Crafting Table gemacht werden. Aber schon, die Teile kann man auch. Oh, ich glaube, das verbraucht sich. Oh, gut. Das kann man auch finden unter der Erde in einem Dropper, aber ich habe keinen Bock danach zu suchen. Also, das Factorization Manual. Schauen wir mal so an. Awesome. Materials, oh, okay. Galena kann ich heute mal. Clumps noch heilen. Wo ist Silver League? Kann ich nicht. Okay. Also, was wir dann erstmal brauchen, schätze ich mal, ist, um anzufangen. Wo ist er? Na? Mal hier. Wir brauchen einen Slag Furnace. Ihr seht schon, das ist, also wenn man hier liest, das ist einfach nur ein Furnace mit zwei Outputs. Der verbraucht aber dafür doppelt so viel Treibstoff wie ein normaler Furnace, aber produziert, gibt ein bisschen mehr aus als ein normaler Ofen. Ich werde hoffen, haben wir hier irgendwo noch ein paar Erze rumfliegen. Ich glaube es nicht. Machen wir jetzt mal gerade ein bisschen cheap. Ach stimmt, die neue Charakter und so. Stimmt ja, war ja was. Machen wir es anders. Hoffen wir mal, dass die Krabby da hinten doch noch was gearbeitet hat. Müssen wir mal kurz dahin fliegen. Darauf war ich gerade nicht vorbereitet. Ich dachte, wir hätten ja noch ein paar Ärzte zu Hause gehabt. Aber da haben wir es wieder. Das mit dem Denken, das ist überlöscht. Das überlässt dann mal bitte den anderen. Mir bitte nicht. Oh, da drüben haben wir was hergetäuscht. Hier war der Riesenbaum. Also nicht so riesig wie unserer, aber auch ein Riesenbaum. Bei unserer sieht man gar nicht mehr. Wow. Der ist aber trotzdem noch groß genug. Hier ist der Bambuswald. So, dann müssten wir Flag. Das ist eine Witchery-Hütte. Müssten wir eigentlich jeden Moment ankommen. Na? Ist sie so weit weg? Dabei bin ich jetzt komplett vermüllt. Okay, da ist der Bambuswald. Ich fliege mal lieber hier was rüber. Irgendwie kommt das gerade ein bisschen Spanisch, Französisch und vielleicht sogar noch ein bisschen Usbekistanisch vor. Ich habe nämlich null Ahnung, wo ich die Curry damals aufgestellt hatte. Nee, das war hier nicht. Hä?
Verpeiltheit, Verwirrung, Frustration. Irgendwie ist gerade alles bei mir vertreten. Hier müsste doch irgendwo ein Sumpf sein. Seit wann sind hier im Plains-Biom? Hier ist irgendetwas gewaltig faul. Und es ist nicht das Ei, was ich in neben mir liegen habe. Wäre hier schon immer ein NPC drauf gewesen, hätte ich das schon längst gelootet gehabt. Dachte ich mir. Ich habe da gerade so eine Befürchtung. Und die Befürchtung ist verdammt groß. Ich habe langsam ein Gefühl, dass wir, seitdem der Server sich verändert hat, hier ein paar neue Chunks generiert hat oder so. Okay, dann muss ich das jetzt anders machen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, noch lange farmen zu gehen. Gut. Okay. Hä? So. Zur Factorization werde ich mir jetzt mal hier die Erze, die es hier gibt. Also Silver und Dark Iron Ore. Werde ich mir jetzt mal von beiden einen Deck geben, damit wir da was auch mit machen können. Auch wirklich nur von Factorization. Dafür tue ich jetzt erstmal hier das und das weg. So, ein Stack Silber, ein Stack Dark Iron. Das lösche ich hinterher wieder. Nur damit wir da jetzt mit arbeiten können. Das tue ich jetzt auch erstmal hier unten in die Truhe. So, wir machen jetzt aber erstmal jetzt den Slag Furnace. Haben wir hier noch irgendwo Kobbel? Ja, da ist Kobbel, das reicht auch. Okay. Zwei Furnace. Und dann müsste das so sein. Jawohl, Slag Furnace. Komm, dafür können wir wieder eine neue Etage machen. Langsam fühlt sich das auch hier. Leck, 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 leck. Was ist heute schon wieder los? Kann man ein paar Sachen schließen. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird. So. Also, Slag Furnace, Interface. Der braucht jetzt Kohle. Und da der doppelt so viel verbraucht, gehe ich mal davon aus, dass wir statt einer Kohle 8 Sachen schmelzen können. Und mit einer Kohle 4 Sachen. Ich mache da jetzt mal hier so. Komm, ich mache mal 4. Und von hier 4. So. Kohle rein. Und wir tun den mal da rein, das Dark Iron Ore. Und schauen wir mal, was der daraus produziert. Ich persönlich habe nie wirklich gerne mit Factorization gearbeitet, aber wir kriegen es aus einem Erz, kriegen wir zwei Iron Ingots, Dark Iron Ingots und ein Stone raus. Können wir mit arbeiten. So. Wenn wir mal hier weiterschauen, wir können noch Energie produzieren. Das machen wir am besten über diesen Aufbau. Dafür brauchen wir Spiegel, einen Wasserboiler und noch etwas. Das ist einmal den Waterboiler hier. Hier wird gemacht aus Eisen und Iron Bars. Dann, wo sind sie? Brauchen wir. Na? Bin ich blind? Ich wette, ich bin blind. Ich hätte jetzt schon 3000 Mal gesehen, was ich gerade suche. Eine Steam Turbine brauchen wir auf jeden Fall. Wird gemacht aus Lead, einem Motor, Pressurizer.
Hier, das habe ich gesucht. Wir brauchen noch Mirror. Und wenn wir uns mal anschauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 16 Stück. Ist gar nicht mal so unproduktiv, würde ich sagen. 7 Dark Iron Ingots. Alter, ich heule irgendwann nochmal. Okay. Wie gesagt, wir brauchen einen Waterburner. Haben wir. Dann brauchen wir eine Steam Turbine. Dafür brauchen wir einen Pressurizer. Eine Rated Pressure Plate haben wir. Das haben wir auch. Dann brauchen wir einen Motor. Oh, dafür brauchen wir einen Battery Block. Und dafür. Oh, Junge, Junge, was habt ihr denn für. Okay. Hier ist auch Clay. Gut, Insulate Coil. Dann brauchen wir einen Batterieblock, dann eine Sulfuric Acid. Wird gemacht aus Kohle, zwei Gunpowder in der Wasserflasche. Zwei Gunpowder, eine Wasserflasche. Eine Wasserflasche? Die haben wir natürlich auch auf Vorrat. So, Wasserflasche und zwei Gunpowder. Sulfuric Acid. So. Das muss ich noch mit Lead und Eisen umkleidet werden und wir haben einen Battery Block. So, und dann können wir das Ganze schon drauf. Hä? Was fehlt da unten? Achso, der Battery Block. Ach, der verbraucht sich nur. Ist ja cool. So, dann müssen wir nochmal hier Shift klicken und nochmal schnell zwei Glaspanes holen. Oh, ich glaube, es ist langsam Zeit, dass hier was passiert. So. Und wir brauchen jetzt, wie gesagt, Mirror. Haben wir Glas an sich? Nein, aber quite clear Glass. Das können wir einfach so umwandeln. Weil das hängt davon da. Und wir brauchen jetzt 16 Mirror. Nicht zu verwechseln mit Cold Mirror. So, ich hoffe, das war's dann jetzt auch. Ich hoffe es. Da wir dafür die Sonne brauchen. Wir brauchen dafür Sonne. Scheiße, wir brauchen Sonnenlicht. Verdammt. Ich habe da gerade so eine Idee. Da habe ich mal das Wasser für gelöscht. Hier, das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Ich habe mal ein paar Cobblestones mit. Ich glaube, das wird jetzt das Höchste, was wir je gebaut haben. Alter, das ist immer noch so krass, wenn du hier hochfliegst. So. Wir machen dann jetzt mal hier oben die Energieproduktion.
1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. Okay, das gibt normale Rubber Zerpacks. Natürlich wird es jetzt Nacht. Ich bin ein Profi. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Komm, wir nehmen den Express-Fan nach unten. Geronimo! Müsste hier irgendwo doch. Hier. Zweimal Wasser, danke. Ich hätte eigentlich auch gleich schlafen können, ich Trottel. Komm, dann mache ich das jetzt gleich über einen Befehl. Das ist ganz einfach. Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Komm, einfach weil mir das schon zu gefährlich ist. Oh. Machen wir jetzt hier ein bisschen Licht. Okay. Hier unten kommt jetzt Wasser rein. Ich weiß. Ich frage einfach mal nicht, was das jetzt schon wieder für ein Witz war gerade. So, das ist in diesem Moment aufgefüllt. Ich will das gar nicht wissen. So, hier in die Mitte kommt ein Waterboiler. Darauf die Steam-Turbine. Und dann jetzt hier kommen die Spiegel. Ich frage mich gerade, ob das so seine Richtigkeit hat. Ich mache dann mal einmal gerade, gönne ich mir Tag zu machen. Aber richtig. Mal schauen, ob sich dann irgendwas verändert. Das sieht bisher nicht so aus. Ja, ich hätte gerade fast Scheiße gesagt. Gut. Dann beende ich jetzt doch schon mal hier die Aufnahme. Informiere mich mal, warum das nicht klappt. Und ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Lasst ein Like, lasst einen Kommentar da, schreibt rein, was euch stört. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.